Den Christen Yahweh, den Deutschen Gott. Ein Aufsatz von General Erich Ludendorff. Yahweh ist der überweltliche Gott der Juden und Christen. Viele Christen wissen das nicht. Ihnen wird nur von Gott gesprochen und sie selbst sprechen von Gott. Aber die alten Mächte kämpfen unter dem Banner Yahwehs, aber sie nennen seinen Namen nur selten. Denn der Name Yahweh könnte den jüdischen Nationalgott nur zu leicht erkennen lassen. Darum schreiben auch sie den Namen Gott für Yahweh den Christen vor und täuschen so über das Wesen des Christengottes Millionen und Abermillionen Menschen, die nicht verstehen würden, dass sie zu einem Gotte flehen, der im Alten Testamente ihre Versklavung und Kollektivierung an das jüdische Volk so eindeutig befohlen hat. Nun ist Jesus Christus der Sohn dieses jüdischen Nationalgottes Jahwe. Er soll ihm die übrigen Völker zuführen und hat dazu ausdrücklich beteuert, siehe dazu Matthäus 5, Vers 17 und 18: Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn ich sage euch wahrlich, bis das Himmel und Erde zergehen, wird nicht zergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tittel vom Gesetz, bis das alles geschehe. Jesus betont auch namentlich im Johannesevangelium seine Wesensgleichheit mit seinem Vater Jahwe. Wenn er sich, und das entspricht völlig der Rolle, die Jahwe der Christenlehre zuweist, als Vollstrecker des Willens Jahwes darstellt. Wir lesen im genannten Evangelium unter anderem 14,10: Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir wohnt, derselbe tut die Werke. Und 11: Glaubet mir, dass ich im Vater und der Vater in mir ist. Klarer kann Jesus sein Verhältnis zu Jahwe und dessen Willensvollstreckung nicht darstellen. Der andere Gründer der Christenlehre, der Jude und Rabbinersohn Paulus, spricht bereits zu den Heiden von Jahwe als von Gott, um sie als Reis der jüdischen Wurzel aufzupfropfen, das heißt, zu Kindern Israel zu machen. Ihren Jahwe hat er im Sinn, ob als einigen oder dreieinen Gott, ist in der Wirkung für uns völlig gleich. Christus und die okkulte Form Jahwes als des dreieinen Gottes sind nur gewählt, um Jahwe in Christus und in diesem dreieinen Gott als Vatergott zu vertarnen und ihn so zum christlichen Weltgott zu machen, sowie den Christen in der Beantwortung der letzten Fragen nach dem Sinn des Lebens, siehe Folge 18 von 1935, einen Ethos geben zu können, der den Zielen Jahwes entspricht. Nur langsam dringt die Erkenntnis ins Volk, dass Jahwe der Gott der Christen ist. Meine kleine Schrift, des Volkes Schicksal in christlichen Bildwerken, zeigt, wie die Wirkung der Christenlehre von Wissenden in Bildwerken am Bremer Dom zu Ehren Jahwes dargestellt ist. Und viele Aufsätze in dem am heiligen Quell deutscher Kraft haben dem gedient. So schrieb ich zum Beispiel in Folge 24 von 1935: Hebräischer Segen für Papst und alle Christen, und zeigte, wie der christliche Segen ein hebräischer Segensspruch ist, in ihm aber das Wort Jahwe wohlweislich durch das Wort Herr ersetzt ist. Dieser christliche Segen lautet in richtiger Übersetzung des vierten Buch Mose, Kapitel 6, Vers 22 bis 27: Und Jahwe redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, also sollt ihr sagen zu den Kindern Israel, wenn ihr sie segnet: Jahwe segne dich und behüte dich. Jahwe lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Jahwe hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Kinder Israel legen, wenn ich sie segne. Der christliche Priester weiß also, wenn er diesen Segen ausspricht, dass er den Namen Jahwe seiner Gemeinde vorenthält, dass er aber doch Kinder Israel segnet.
genug an diesem einen Beispiel. Seine Wahrheit ist erschütternd. Die Priester werden nicht dadurch entlastet, dass Luther wohl auf hebräische Einflüsterungen bei der Bibelübersetzung und in eigenem damals noch unklarem Denken über die Juden das Wort Jahwe durch das Wort Herr übersetzt hat. Aber die Priester, die da meinen und sich immer darauf berufen, jedes Wort der Bibel wäre unantastbares Gotteswort, die sollten sich daran halten, wie es im Urtext heißt. Sie wissen, wie es dort steht und gemeint ist. In größter Klarheit hat meine Frau in ihrem Werke Die Volksseele und ihre Machtgestalter, eine Philosophie der Geschichte, Erkenntnisse über den Nationalgott der Juden, Jahwe, und dessen Werden zum Christengott gegeben. Die Deutschen brauchten sie nur aufzufassen, aber ein Nachdenken über das, was die Priester der Christenlehre ihnen vorsprechen, liegt ihnen nicht. Sie glauben halt. Und so gelingt es den Priestern durch Verschweigen des Namens Jahwe und durch Voranstellen des Namens Gott, weiter ihm die Seelen der Deutschen in Bann zu schlagen, wie einst, als sie deutsche Feste zu christlichen Festen machten. Es gibt ein Wort und es wird auch von vielen, vielen Christen gesprochen. Wer vom Juden ist, der stirbt daran. Das Wort ist nur zu wahr. Alle Deutschen, die etwas von dem Nationalgott der Juden, Jahwe, als Glaubenslehre in sich aufnehmen, alle Völker, die dies tun, müssen daran folgerichtig zugrunde gehen, weil das ihrem Rasseerbgut und ihrem arteigenen Gotterleben widerspricht. Das ist auch die Absicht Jahwes und seiner Lehre, wie das auch das christliche Jahrbuch ganz unverblümt ausspricht. Diese Lehre besteht nun einmal, wie ich immer wieder anhand der Bibel ausgeführt habe, in der Unterwerfung der nichtjüdischen Völker unter das jüdische Volk, ihrer Enteignung, ihrer Kollektivierung, dem Einschläfern ihres Rasseerbgutes, dem symbolisch die Taufe gilt, siehe Folge 8 von 1935, dem Zerstören der Sippen und völkischer Geschlossenheit und in der Umwandlung arteigener Menschen zu Judengenossen, zu künstlichen Juden und in christlicher Auffassung zu Kindern Israel, was indes auf dasselbe hinausläuft. Die Christen lassen sich immer wieder durch hochtönende, völkische oder vaterländische Phrasen von Priestern von dieser ernsten Tatsache ablenken. So lauschen deutsche, junge Krieger gewiss gern den Worten, ihr Gott, zu dem sie beteten, sei derselbe, den unsere Vorfahren, die Germanen, auf ihre Art verehrt hätten, oder nationalen Freiheitsworten, ohne zu ahnen, was eigentlich Priester nach Lehre und Suggestion zu erstreben haben. Unsere Ahnen würden sich bedankt haben, wenn man ihnen gesagt haben würde, sie beteten zu Jahwe. Sie haben sich gegen diesen Jahwe, der ihnen unter den Namen Gott gebracht wurde, wahrlich genug gewehrt, ganz abgesehen davon, dass sie überhaupt den Gott nicht kannten. Ihr Mythos war noch nicht zur Religion herabgesunken, wie das meine Frau in ihrem Werk Das Gottlied der Völker, eine Philosophie der Kulturen, nachgewiesen hat. Sie grübelten noch über die letzten Fragen und konnten darum Beute von Priestern werden, die ihnen jüdisch-christliche Wahnantworten auf diese Fragen als Tatsächlichkeit gaben und damit auch für Christen ein gewisses christliches Ethos schufen, das aber jeder deutschen Grundlage entbehrt. Nur weil dies den Priestern gelungen ist und die Deutschen nicht über Jahwe nachdenken, ist es möglich, dass immer wieder Deutsche und unter ihnen sogar Offiziere des alten Heeres sich der Notwendigkeit verschließen, über Jahwe und deutsches Gotterkennen nachzudenken. So las ich neulich wieder, wie in einem Kriegerbunde ein mir persönlich gut bekannter Oberst sich gegen meine Ausführungen im zweiten Teile meines Werkes Der totale Krieg wandte, indem ich als Grundlage der seelischen Geschlossenheit unseres Volkes arteigenes Gotterkennen, so wie es meine Frau als Tatsächlichkeit festgestellt hat, verlangte und dann ausführte. Wir waren vielmehr der Ansicht, dass der zietensche Alliierte dort oben, von dem der alte Husar nach erfolgreicher Schlacht so eindrucksvoll zu seinem König sprach,
und dem auch am 2. September 1870 König Wilhelm und sein Heer in so ergreifender Weise die Ehre gaben, auch für uns eine genügende Grundlage sei, um unter Voranstellung alles Heldischen eine unbedingte seelische Geschlossenheit zu erzielen. Zieten, Kaiser Wilhelm und sein Heer dankten in ihrer Auffassung Gott. Sie erkannten nicht, dass sie Jahwe dankten. Er hatte sie ja siegen lassen. Haben wir von dem Blasen von Korelen nun danket alle Gott und Dankgebeten an Jahwe an dem Ausgang des Weltkrieges gehört? Der Alliierte dort oben war zu einem schlechten Alliierten geworden. Er hatte uns den Sieg genommen und ihn den Feinden gegeben. Diese konnten ihn nun preisen. Hat er die Geschlossenheit des Heeres und des Volkes tatsächlich erhalten? Hat er sich als eine genügende Grundlage für eine unbedingte seelische Geschlossenheit erwiesen? Nein und abermals nein. Die harten Lehren der Geschichte und das harte Geschick des alten Heeres beweisen das. Christenlehre kann sich ja auch nie als solche Grundlage erweisen, denn sie weiß von einer seelischen Geschlossenheit der Völker nichts. Sie weiß nichts von rassischen Erkenntnissen, es sei denn von denen des jüdischen Volkes. Sie will ja aus den Völkern Kinder Israel machen, das heißt ihnen Rasseerinnern rauben, arteigene Lebensgestaltung unmöglich machen und sie in jüdische Weltanschauung hineinstellen. Und was das Vorausstellen des Heldischen anbelangt, so will Christenlehre nur fanatisches Handeln, oft verbunden mit unerhörten grausamen Gewalttaten in der Umwandlung der Völker zu Kindern Israel. Christenlehre kennt nur Glaubenskriege, sie kennt keine völkischen Freiheitskämpfe. Dem Handeln Einzelner in solchen Glaubenskämpfen werden dann irrtümlicherweise heldische Züge zugesprochen. Ich stehe solchen Verirrungen fremd gegenüber. Echtes Heldentum im Dienst der Freiheit und Arteigenheit des Volkes ist das nicht. Wahres Heldentum kann heute nur im Ringen für arteigene Lebensgestaltung und Freiheit eines Volkes betätigt werden. Und dies geht immer wieder Jahwe. Unsere Soldaten im Ersten Weltkrieg leisteten Heldenhaftes im Dienste für die Freiheit des Volkes. Aber sie kämpften wider Jahwe, der uns die Freiheit nehmen und durch den Weltkrieg einen gewaltigen Schritt in die kollektivierende Weltrepublik hineinführen wollte. Die Christen brauchten ja nur einmal, um Klarheit über ihren Gott zu gewinnen, einen Blick in die Bibel, in das Alte und Neue Testament zu werfen. Allerdings mit nicht suggerierten Blicken, die ihnen genehmen Stellen finden. Sie sollten das gesamte Gebotene betrachten und sich auch immer wieder vorhalten, was Juden sagen. Die wissen Bescheid, was Jahwe mit dem Gesetz des Moses und der Propheten erreichen will. Wie oft habe ich bezügliche Stellen in der verbotenen Ludendorffs Volkswarte angeführt? Ich wiederhole nur zwei. Der Jude und der rote Prophet der Weltrevolution Walter Rathenau schrieb an Leutnant Hans Breisig am 29.11.1919: Sie lieben nicht das Alte Testament und hassen, nein, missbilligen uns Juden? Sie haben recht, denn wir haben unsere Sendung noch nicht erfüllt. Wissen Sie, wozu wir in die Welt gekommen sind? Um jedes Menschenantlitz vor den Sinai zu rufen. Sie wollen nicht hin? Wenn ich sie nicht rufe, wird Marx sie rufen. Wenn Marx sie nicht ruft, wird Spinoza sie rufen. Wenn Spinoza sie nicht ruft, wird Christus sie rufen. Ja, Jahwe will durch die Christenlehre die Völker unter das jüdische Gesetz und jüdischen Hass stellen. Walter Rathenau hat nur zu Recht. Ganz im Sinne dieses Ausspruches Walter Rathenaus und damit Jahwes unterwies 1929 eine Rabbinerfrau junge Juden über die Wirkung der Christenlehre und die Absichtlichkeit dieser Wirkung. Die Deutschen kommen wahrlich aus dem Walde und den Hainen. Sie hatten starke Götter und waren wehrhafte Helden. Sie waren rein, stolz und stark. Gut war es, den Feind zu erschlagen, und Blutrache hieß ihr oberstes Gebot.
Aber all das hat man ihnen rauben wollen. Man gab ihnen das semitische Christentum. All ihre Herrlichkeit sollte fortan Sünde sein, und ihre Sünden waren nun zu Pforten geworden für das Himmelreich. Wisst ihr, was ihnen geschehen war? Ans Kreuz hatte man sie angeschlagen, ihr Wesen hatte man gekreuzigt, und mit der Geduld, die die neue Lehre sie lehrte, litten sie durch Jahrhunderte am Kreuze. Grausam klar wissen Juden Bescheid, was sie mit der Christenlehre auf Weisung Jahwes erreichen wollen und erreicht haben, und preisen mit Recht Jahwe. Und Christen, die ihr Volk retten möchten, bleiben im Banne Jahwes und preisen ihn inbrünstiger als Juden. Das ist Narretei. Solange nicht die deutschen Christen klar über Jahwe, das heißt über ihren Gott werden und die Absichten, die Jahwe mit der Christenlehre und dem Inhalt des vermeintlichen christlichen Ethos verfolgt, erkennen können, solange werden schwere Verirrungen möglich bleiben. Solange wird eben auch christliche Reaktion, solange werden die alten Mächte erfolgreich gegen die in ihrem Rasseerwachen und in ihrem Gotterkennen unklaren Deutschen wirken können. Die so gefahrvollen, starken fortschrittliche christliche Reaktion ergeben sich hieraus von selbst als folgerichtige Tatsache, nicht zuletzt aus dem Umstande, dass wir in der gewaltigen Geisteskrise leben, auf die ich immer wieder hinweise. Sie fordert unabweisbare Klarheit und ein unantastbares, dem Rasseerbgut entsprechendes Ethos, aber auch Aufklärung, die zu leisten ich weitgehend verhindert werde. Klarheit muss den Christen gegeben werden. Die Christen müssen wissen, ihr Gott ist Jahwe, der als eine Person vor- und dargestellte und von irrfähiger Vernunft begriffen und beschriebene Nationalgott der Juden. Jahwe, der die nichtjüdischen Menschen und Völker der Welt den Juden zur Unterwerfung ausliefert, der ihr Entrechter und ihr Kollektivierer, selbst ihres Glaubenslebens ist. Jahwe kann solchem Wollen gemäß Juden und Christen über den Sinn des Weltalls, den Sinn des Menschenlebens und über die menschliche Unvollkommenheit, über Völker und Rassen und ihre Lebensgesetze nur die Ansichten geben, die seiner Absicht Rechnung tragen. Das so geschaffene vermeintliche christliche Ethos ist und bleibt ein Truggebilde, zudem beruhend auf Antworten auf die letzten Fragen, die zu einer Zeit gegeben wurden, als der damalige Stand der Erkenntnisse klare Antworten überhaupt nicht möglich machte. Dem Wollen Jahwes und seinem christlichen Ethos muss etwas anderes, Unantastbares entgegengesetzt werden. Deutsches Gotterkennen und deutsches Ethos. Und beides ist da. Ich fasse das kurz zusammen. Dem Deutschen Gott, jenseits von Zeit, Raum und Ursächlichkeit, unfassbar für die Vernunft und durch Begriffe, Wesen und Kraft aller Erscheinung im Weltall, dessen Wille im Menschen Bewusstsein des Weltalls hat werden lassen. Vernunft dieses bewussten Menschen macht Erforschung der Erscheinungswelt möglich, und das Erleben der Seele mit dieser Forschung geeint, lässt Erkennen der letzten Fragen nach dem Sinn des Weltalls, des Menschenlebens, der Unvollkommenheit des Menschen, des Todesmus und so weiter, der Rassen und Völker als Völkerpersönlichkeit und ihren Lebensgesetzen geben. Es fordert auf dieser unantastbaren Grundlage aus dem Rasseerbgut heraus Freiheit des Gotterlebens jedes Einzelnen und der Völker und deren Erhaltung in ihrer rassischen Eigenart zur Erfüllung des göttlichen Schöpfungswillens und stellt Freiheit und Pflicht des Einzelnen gegen Volk, Sippe und Staat sowie deren Pflichten gegen den Einzelnen zur Erhaltung wehrhafter und arteigener Geschlossenheit für die Erhaltung völkischer Eigenart im freien Staate fest. Das ist deutsches Gotterkennen, das ist deutsches Ethos. Auch den anderen Völkern solch Gotterkennen und solches Ethos. Dies ist nicht, wie gemeint, persönliche Ansicht meiner Frau. Es ist Tatsächlichkeit.
unantastbare Tatsächlichkeit. Ansichten hören auf, wo Tatsächlichkeit beginnt. Ich habe mich hierüber schon häufiger ausgesprochen und am heiligen Quell deutscher Kraft wird hierüber noch Ausführungen bringen. Gott oder Jahwe, das ist die Kampfparole unserer im seelischen Ringen gewaltigen, sonst nur allzu morschen Zeit. Auch Kirchenblätter beschäftigen sich mit dieser Frage. Eins liegt vor mir. Es behandelt die Gottesfrage. Es spricht natürlich nicht von Jahwe, sondern von Gott. Spricht nicht von den Zielen Jahwes, sondern nur von dem vermeintlichen christlichen Ethos. Von deutschem Gotterkennen weiß das Blatt nichts. Es schreibt: So stehen sich die beiden Welten gegenüber. Es geht zuletzt um Gott, nur um Gott. Ja, die Welten stehen sich gegenüber, aber in ihnen geht es um Jahwe oder Gott. Lassen wir den Christen zunächst einmal Jahwe und sorgen wir dafür, dass sie ihn auch mit richtigem Namen und nicht mit Gott anrufen. Stellen wir das vermeintliche christliche Ethos der Jahwe-Lehre, das wahre deutsche Ethos der deutschen Gotterkenntnis gegenüber. Dies Ringen ist im Rasseerwachen geboren. Es ist da und muss ausgerungen werden, des deutschen Menschen und des deutschen Volkes halber. Sein Ausgang erst entscheidet über das Leben des unsterblichen Volkes aufgrund arteigener Lebensgestaltung und der einzelnen vergänglichen Deutscher in langer Geschlechterfolge in Arteigenheit und Freiheit oder über die weitere Kollektivierung von Mensch und Volk und den Untergang des nach dem Schöpfungswillen unsterblichen Volkes in den Völkerbrei, in dem schon nach dem grausamen Willen Jahwes so viele Völker als Rassepersönlichkeiten verschwunden sind. Und das Gottlied der Völker nicht mehr erklingt, wie es der Schöpfungswille im deutschen Gotterkennen verlangt. Mögen endlich die Deutschen verstehen, um was es sich handelt. Nicht Politik, nicht Wirtschaft. Gott und lebensgestaltende Weltanschauung stehen im Vordergrunde unseres Ringens um Lebenserhaltung. Dabei unterschätze ich Politik und Wirtschaft wahrlich nicht. Ich weiß, was sie für den Tag bedeuten. Ich stehe mit beiden Füßen im lebendigen Leben, den Christen Jahwe, den Deutschen Gott. Dieser Aufsatz ist dem am heiligen Quell deutscher Kraft Ludendorffs Halbmonatsschrift Folge 23 vom 5.3.1936 entnommen. Neu erschienen auch in meinen Zusammenstellungen Der Freiheitskampf des Hauses Ludendorff und Das Buch der Kriege Jahwes. Diese Veröffentlichungen sind jeweils im Internet unter www.archiv.org oder www.skript.com erhältlich. Siehe dazu auch meine andere Veröffentlichung als Video. Ist der Bibelgott Jahwe der Moloch? Hier noch eine sehr interessante Abbildung, wie ich finde. Die Tür zur christlichen Nikolaikirche zu Stralsund. Ebenfalls der Ludendorffs Halbmonatsschrift am heiligen Quell deutscher Kraft entnommen. Ich zitiere dort: Hier ist nichts anderes denn Gottes Haus. Das muss natürlich richtig übersetzt Jahwes Haus heißen, denn der Spruch stammt aus dem jüdischen Alten Testament und zwar aus dem Buch Mose. Der Gott, dem dieses Haus gehört und der in diesem Haus verehrt werden soll, ist demnach der jüdische Nationalgott Jahwe, wie dies die hebräischen Schriftzeichen außerordentlich verdeutlichen. Wie wir hören, hat sich vor einiger Zeit eine Zeitung für die Entfernung dieser hebräischen Schriftzeichen eingesetzt. Das halten wir nicht für richtig. Es ist zweifellos besser, dass an jeder Haustür der richtige Name des Bewohners angebracht wird. Wer den Bewohner nicht mag, möge ihm keine Besuche abstatten. Dann herrscht Klarheit und Wahrheit. Alles andere ist irreführend. Der Aufsatz von Erich Ludendorff, den Christen Jahwe, den deutschen Gott, ist ebenfalls in den Schriften von Köpke, Der Freiheitskampf des Hauses Ludendorff und Das Buch der Kriege Jahwes neu erschienen.
Der Spruch auf der Kirchentür ist dem ersten Buch Mose, der Genesis, Kapitel 28, Vers 17 entnommen. Dort heißt es vollständig: Und er, Jakob Israel, fürchtete sich und sagte: Wie schrecklich ist diese Stätte! Dies ist nichts anderes als das Haus Gott Jahwes und dies die Pforte des Himmels. Und hier sehen wir einen Stich aus einer alten freimaurerischen Geheimschrift. Die jüdischen Konfessionen, die abrahamitischen Religionen, Priester des Mohammedanismus, des Islam, des katholischen und lutherischen reformierten Christentums werden von dem Rabbiner auf die Bibel vereidigt. Diese Abbildung ist auch in dem Buch von Erich und Mathilde Ludendorff, Die Judenmacht, ihr Wesen und Ende, erschienen. Im Internet unter www.archiv.org oder www.script.com einsehbar oder gratis zum Herunterladen.